Bravo. Dankeschön. Dankeschön, Frau Dr. Unheusen. Ich möchte aber den beiden Vortragenden, den Vorrednerinnen, erstmal ganz herzlich danken. Das waren sehr interessante Äußerungen. Aber ich habe dazu ein paar Anmerkungen. Erstens frage ich mich, warum braucht die Pharmaindustrie Blockbuster, um 2 bis 3 Milliarden Gewinn zu machen, weil sie sonst schrumpfen müssten. Warum sollen die nicht schrumpfen? Und dafür muss unsere Industrie oder müssen die Menschen sterben? Ja? Industrie schrumpft, das ist der erste Anmerkung. Die zweite, schon unser Arzt Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht das Gift. Das wissen wir seit, was weiß ich, Hunderten von Jahren und dennoch muss sich ja keiner dran halten, das ist doch völlig unvorstellbar. Und drittens, gibt es überhaupt eine Notwendigkeit, junge Menschen zu impfen? Kein Mensch braucht das, wenn wir unsere Selbstheilungskräfte also aktivieren und wenn die Pharmaindustrie sich auf Selbstheilung umstellen würde und nicht auf Impfungen, dann würden wir eine ganz andere Entwicklung hier nehmen. Und dann auch noch zum Autovortrag von Frau Dr. Wimmer. Es ist ja unglaublich, dass Sie unbedingt vorhaben, alle Ungeimpften noch zu impfen. Das ist auch ein Punkt, den ich zum Schluss habe. Wir Ungeimpften sind doch die Kontrollgruppe. Und dafür müssen wir dankbar sein, dass wir als Kontrollgruppe da sind und der Pharmaindustrie sagen können, ihr müsst nicht impfen. Die Kontrollgruppe zeigt ja Daten, die eure Impfphobie also ad acta legt. Und das noch zum WHO-Plan. Wir sollen unseren ganzen Lebenslauf, sollen wir geimpft werden? Ja, wozu denn? Um denen zu mehr Geld zu verhelfen? Also ich wüsste was Besseres. Also das nur mal die Anmerkungen dazu. Gut, dann zu den medizinischen Dingen brauche ich nicht zu sagen. Das ist ja wunderbar kompetent vorgetragen worden. Ich will nur sagen, welche Dinge mich bei der Recherche auch also erschreckt haben. Ne? Naomi Wolf, vielleicht bekannt. Sie hat die Auswertung geheimer Pfizer-Dokumente vorgenommen. Und Pfizer wollte nämlich zigtausende Unterlagen geheim halten, die im Besitz der FDA sind. Sie sollten erst nach 75 Jahren bekannt werden. Dann wurden sie aber in einem von einem texanischen Bezirksgericht zu einer Veröffentlichung gedrängt. Und diese Information hat Naomi Wolf, also diese Dokumente hat sie gelesen. Und ich wiederhole nur einen Satz, den sie gesagt hat. Die Wahrheit ist, ich bin fast sprachlos, weil ich kürzlich die wenig beneidenswerte Aufgabe hatte, der Welt zu verkünden, dass in der Tat ein Völkermord oder wie ich es nannte, ein Babysterben im Gange ist. Von 50.000 Pfizer-Dokumenten, die sie also auch schon untersucht hatte. Das muss man sich vorstellen. Jetzt fragt man sich, wer hat denn Interesse daran, so viele Menschen sterben zu lassen und sie umzubringen? Eine andere Frage kann ich dazu gar nicht stellen. Dann haben mich zwei Nachrichten nachdenklich gemacht, die ich ganz erschreckend finde. Einmal ein kanadischer Bestatter sagt, wir haben mehr Bestellungen für kleinere Särge. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren erhalten wir Großaufträge für kleinere Särge, also für Jugendliche und Kinder. Normalerweise bleibe die Sargindustrie ziemlich stabil, doch jüngste Verkaufszahlen zeigten, dass sich dies geändert habe. Und Kollegen hätten im Jahr 2020, als die Pandemie so stark war, einen Aufschwung erwartet. Der habe sich aber nicht eingestellt. Erst Ende 20, Anfang 21 gab es einen Anstieg der Verkaufszahlen. Ein anderer Bestatter aus Australien schlägt auch Alarm. Die anderen kommen ja hier überhaupt nicht in unseren Medien zu Wort. Ne? Aber der sagte, also die Bestattungen, die Zahl der Todesfälle sei im vergangenen halben Jahr um 50% gestiegen. Und zwar stellte er fest, dass viele Menschen sterben, die erst in den 60er Jahren und später geboren wurden. Also nicht nur alte Menschen. Es sei mehrmals vorgekommen, dass völlig gesunde Menschen plötzlich gestorben seien. Einige im Schlaf, andere hätten Hirnblutungen erlitten. Alles, was wir schon vorher gehört hatten. Aber selbst die Bestatter bestätigen das. Und er sagte, sein jüngster Sohn litt nach seiner Antwort auf seine litt unter schweren Nebenwirkungen. Und dann hat er versucht, Antworten auf seine Krankheiten zu erhalten. Und sie seien von 6 Politikern, medizinischen Notfallzentren und mehreren Ärzten abgewimmelt worden. Es fühlte sich an, als ob jemand die Wahrheit zurückhalten würde. Das ist seine Erfahrung. Selbst unser Bundesgesundheitsministerium verhöhnt Impfopfer. Da hatte sich eine Betroffene an das Ministerium gewandt und ihre Nebenwirkungen geschildert. Und da wurde sie aufgefordert, derlei Falschaussagen zu unterlassen.
Nur um mal hier zu sagen, was hier abläuft. Also die Impfgeschädigte ist arbeitsunfähig, sie bekommt keine Unterstützung vom Staat. Das ist die Wirklichkeit. Ne? Und da sagt, schreibt Robert Malone, der ja die Impfung entwickelt hat, wir haben den Punkt in unserer Absurdität erreicht, an dem angesehene Wissenschaftler von fachfremden, halbgebildeten Dummköpfen zensiert werden. In unserer grünen Regierung haben die ja nicht mal alle einen Abschluss. Ne? Ricarda Lang oder Claudia Roth, Annalena Baerbock, kaum einer hat irgendeinen Abschluss, außer Habeck ist ausgebildeter Kinderbuchautor. Na gut, da können wir ja uns freuen. Günter Frank, auch Allgemeinmediziner aus Heidelberg, durfte vor dem Gesundheitsausschuss aussagen, im Juni war das, glaube ich, und er wiederholt auch, laut RKI sogar, besteht kein Fremdschutz durch das Impfen. Und zwar, Patienten können von Geimpften genauso wie von Ungeimpften angesteckt werden. Und im Vergleich zur Grippeimpfung besteht jetzt ein 40-fach erhöhtes Todesrisiko und ein 170-fach erhöhtes Risiko bleibender Schäden. Deshalb verstehen ja viele Pflegekräfte nicht, warum jetzt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht überhaupt beschlossen worden ist. Und er fordert, dass jede Form von Impfpflicht gestopft werden muss. Kann man nur unterstützen. Dann haben wir die ganzen Beschimpfungen der Ungeimpften durch die Politiker. Denken wir an Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hier unsere große Rüstungslobbyistin. Ne, sie warf der ungeimpften Minderheit vor, die Mehrheit zu terrorisieren. Tobias Hans, der ist ja nur Gott sei Dank nicht mehr Ministerpräsident von Saarland, der ist Gott sei Dank schon vergessen. Ungeimpfte sollten raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Friedrich Merz ist allerdings noch drin im gesellschaftlichen Leben. Der dachte über 2G am Arbeitsplatz nach und Zugang nur für Geimpfte und Genesene. Das heißt, normalen, gesunden Menschen wäre der Zugang zum Arbeitsplatz verwehrt worden. Nikolaus Blome, RTL-Ressortchef. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Merken Sie sich das, ja? Alles das muss dokumentiert werden. Wer sich nicht impfen lässt, ist ein asozialer Trittbrettfahrer. Eckart von Hirschhausen, ein Arzt. Dieter Nuhr forderte die Menschen auf, ihre kleine Angst zu überwinden und sich für die Volkswirtschaft spritzen zu lassen. Generalsekretär Blume findet, Impfen soll zur patriotischen Selbstverständlichkeit werden. Polenz, ein völliger Hinterbänkler in der CDU, aber dauernd irgendwie im Fernsehen präsent, behauptet, Geimpfte und Ungeimpfte sind nicht gleich und haben keine Gleichbehandlung vor dem Gesetz verdient. Und so weiter. Gauck, was ich besonders schlimm finde, sagte, nicht impfkonforme sind Bekloppte. Na, dann wissen wir ja Bescheid. Dann denke ich noch an Montgomery, den Weltärztepräsident, der behauptete, momentan erleben wir eine Tyrannei der Ungeimpften. Dazu sagte Cicero schon vor tausenden Jahren, der niederträchtigste aller Schurken ist der Heuchler, der dafür sorgt, dass er im Augenblick, wo er sich am fiesesten benimmt, am tugendhaftesten auftritt. Aber wir haben auch Unterstützung aus der Wissenschaft. Es gibt den Brief von 81 Wissenschaftlern, das ist ja schon im März erschienen, die gesagt haben, also keine Impfpflicht und damit Eingriffe in die Grundrechte der Bürger lehnen sie ab. Dann habe ich sehr mit Interesse verfolgt einen Bericht eines Radiologen und eigentlich Medizinhistorikers, der hat sich das mal angeguckt und hat gesagt, eigentlich müsste doch die Pharmaindustrie dafür sorgen, dass bei Krankheit mit Medikamenten unterstützt wird und der Heilungsprozess unterstützt wird. Denn wir wissen auch, wenn wir krank werden, ist das kein Problem des Krankheitserregers, sondern des Immunsystems. Also es geht darum, das Immunsystem zu stärken. Das ist seine Devise. Und er stellte eine amerikanische Studie vor. Da wurden über 80-Jährige mit Lungenentzündung mit Antibiotika behandelt. Eine Gruppe mit Antibiotika, die andere ohne, also mit Placebo. Und es stellte sich raus bei diesen über 80-Jährigen, dass in beiden Gruppen gleich viele Menschen starben. Das heißt also, auch gute Antibiotika helfen dann nicht, wenn das Immunsystem nicht gestärkt ist, wenn andere Vorerkrankungen oder anderes vorliegt. Und das müsse man doch ernst nehmen. Außerdem ist die Alter von 81, 82 Jahren ist die erwartete Lebensspanne
Spanne, die man hat. Und da muss man nicht denken, dass man dann also 100 oder 120 wird. Obwohl ich habe immer das Gefühl, ich sage das immer meinem Mann, wenn ich in der Kaufhalle dann etliche ältere Damen sehe, sage ich mal, das sind Beamtenwitwen aus dem Westen, die tragen jetzt Masken, weil sie noch die Pension ihrer Männer noch verfrühstücken wollen. Gut, ist meine Sichtweise. Ist jedenfalls meine Sichtweise. Und er hatte dann auch noch, also Reuter heißt der, der Mediziner, der ist auch Radiologe, und er sagt auch, das Schlimme ist, bei diesen sogenannten Impfungen findet keine Begleitstudie über die Häufigkeit der Nebenwirkungen statt, haben wir heute alles gehört. Wir haben bei der Zahl der Impfungen, die gemacht wurden, 40.000 bis 50.000 Todesfälle. Und wir wissen, dass maximal 5% der Todesfälle oder Nebenwirkungen der Medikamente überhaupt gemeldet werden. Ja, weil die Leute, die kriegen ja von den Ärzten oft Ablehnungen, werden weggeschickt und es wird gar nicht weitergemeldet, obwohl sie verpflichtet sind, diese Impfschäden oder diese Nebenwirkungen zu melden. Und er sagte auch, die Studie von Pfizer, die wurde nachweislich manipuliert und hatte eine Schutzwirkung von 0,7%. Die wurde auch noch nachweislich manipuliert und sie ist ohne messbare Wirkung. Trotzdem wurde das Medikament bedingt zugelassen. Wir wissen warum, wir haben es verstanden. Dann wurde ein Impfzwang beschlossen aufgrund eines bedingt zugelassenen Medikaments. Und unser vergesslicher Kanzler hat ja auch noch uns als Versuchskaninchen bezeichnet. Also daran hat er sich noch erinnern können, dass wir das sind. Und die Inhaltsstoffe dieser Substanzen können vom Hersteller beliebig verändert werden. Das wusste ich auch nicht. Das ist für mich völlig neu gewesen. Und ohne Beipackzettel wird es ausgeliefert. Das ist bei jedem anderen Schmerzmedikament oder Medikament, das wir kennen, ganz anders. Jetzt komme ich zu den juristischen Dingen, die schiefgelaufen sind. Ich sage dazu Versagen der Justiz. Es gibt im Augenblick Massenstrafverfahren gegen Impfunwillige im Rheinland. Man hat dort gegen einen Arzt gegen einen Arzt ermittelt. Und zwar und seine Patientendatei eingezogen und hat mit mehreren tausend Datensätzen, die sind beschlagnahmt worden, und alle Betroffenen, die sich vom Arzt etwas im Zusammenhang mit Corona haben bescheinigen lassen, sind jetzt selbst Beschuldigte im Strafverfahren. Also so weit geht das, das ist unvorstellbar. Da fragt man sich, was sind Grundrechte und Menschenrechte eigentlich noch wert, wenn das Bundesverfassungsgericht die Grundrechte ignoriert. Wir haben das mit verschiedenen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, ich kürze das jetzt, und zwar dieser Beschluss zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist eigentlich ein Angriff auf die körperliche Selbstbestimmung. Richter verzichteten auf eine Anhörung in der mündlichen Verhandlung. Und das muss man wissen, das könnte als Rechtswolbung ausgelegt werden. Denn der Verzicht auf eine mündliche Verhandlung ist nur zulässig, wenn von ihr keine weitere Förderung des Verfahrens zu erwarten ist. Sie haben alles abgelehnt. Ich meine, kein Wunder, Herr Habert ist Spezi von Frau Merkel und er ist dazu eingesetzt worden, unsere Grundrechte sozusagen uns zu entziehen. Die Konsequenz aber, Sie haben in dem Urteil auch noch eine Konsequenz angedeutet und hier sehe ich einen Handlungsbedarf für die AfD, denn die Konsequenz wurde von den Richtern in der Randnummer 167 beschrieben. Allerdings kann eine zunächst verfassungskonforme Regelung später mit Wirkung für die Zukunft verfassungswidrig werden, wenn ursprüngliche Annahmen des Gesetzgebers nicht mehr tragen. Die Annahme war, es treten ja überhaupt kaum Nebenwirkungen auf. Und das hat sich ja jetzt als anders erwiesen. Es treten viele Nebenwirkungen auf, die müssten allerdings dokumentiert werden. Also da ist noch ein Haufen Arbeit, denke ich, ist zu tun. Aber es ist auch eine Aufgabe an die Bürger, zu sagen, Leute, dokumentiert das, was euch widerfahren ist. Also wir haben das damals in der Friedlichen Revolution so gemacht. Dort sind ja auch Menschen zusammengeknüppelt worden bei ersten Demonstrationen im Oktober 89. Und dann haben wir die Leute gebeten, bitte schreibt doch auf, was euch verfahren ist, wie ihr zusammengeknüppelt wurde, welche Dinge ihr erlebt habt. Und sie haben es uns in die Gethsemane-Kirche gebracht. Wir konnten dann eine ganze Dokumentation erstellen. Und die brauchen wir. Die Leute sollen sich selber dann auf den Weg machen oder sollen selber das alles aufschreiben, was ihnen widerfahren ist und welche Erlebnisse, sondern böse Erfahrungen sie gemacht haben damit, ne, körperlicher Art oder anderer. Ja. Und dann ist ja auch ein Ergebnis des ersten
Bundesverfassungsgerichtsurteils zur Notbremse noch vom vorigen Jahr. Da hat man sogar beschlossen, es ist unglaublich, liegen der gesetzlichen Regelung prognostische Entscheidungen zugrunde, kann die Eignung nicht nach der tatsächlichen späteren Entwicklung, sondern lediglich danach beurteilt werden, ob der Gesetzgeber aus seiner Sicht davon ausgehen durfte, dass die Maßnahme, ob seine Prognose sachgerecht oder vertretbar war. Und das ist eine Verschleierungsstrategie, das ist gefährlich. Denn will man dubiose Gesetzeszwecke erreichen, genügt es in Zukunft, dass Prognosen erbeten werden, bei denen der Gesetzgeber davon ausgehen darf, die Prognose sei sachgerecht und vertretbar. Also ich verkünde einmal, wenn ihr euch jetzt nicht mit dieser modifizierten Impfung impfen lasst, dann sterben wirklich 1 Million, diesmal aber ganz bestimmt, ne? Und das ist natürlich eine ganz große Gefahr. Oder wenn ihr nicht die Heizung spart, wir können das ja auf das sogenannte Klima ausdehnen, wenn ihr nicht Heizung spart, dann müssen wir euch eben alle Rechte abschneiden. Aber es gibt natürlich auch hier an der Stelle auch positive Entscheidungen. Und zwar der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, der hat ein Sensationsurteil gefällt. Er hat jetzt entschieden, nach 2 Jahren, dass die Quarantäne rechtswidrig war. Also man Menschen willkürlich eingesperrt hat und gesagt hat, ihr dürft jetzt nicht zur Arbeit gehen, ihr müsst euch also, was weiß ich, für eine Woche, 10 Tage erstmal in Quarantäne begeben. Und wir sehen ja, bei Lauterbach hat es ja schon Erfolg gehabt. Der durfte ja nach einem Tag schon wieder an der Sitzung teilnehmen. Ne? Das wissen wir ja, so läuft das dann. Natürlich ist auch der Staat beweispflichtig. Jetzt verweise ich nochmal auf das, was Hans-Jürgen Papier, also der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, gesagt hat. Und das heißt, wenn Beweise für den Sinn von Maßnahmen wie das Maskentragen fehlen, kann logischerweise auch eine Maßnahme wie die Maskenpflicht nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Welche Nebenwirkungen haben wir? Ich zähle das jetzt, ich kann mal einen Satz vorlesen, ich habe also ganz viele aufgeführt, was die Leute geschrieben haben. Ne? Ich bin 39 Jahre alt, ohne bekannte Vorerkrankung, ohne bekannte Corona-Infektion. Nach der Impfung hatte ich innerhalb von Stunden hohes Fieber, Thrombosen, Lungenembolie, Sprachstörungen, Neuropathie, massive Nervenschmerzen und so weiter. In der Form, denke ich, sollten die Bürger aufgefordert werden, auch mal wirklich alles an Nebenwirkungen aufzuzählen, was ihnen passiert ist. Das ist wirklich für die Dokumentation wichtig, damit sich nicht alle rausreden können. Wir haben es ja von Frau Dr. Wimmer gehört. So, ach, Nebenwirkung kennen wir nicht, haben wir nicht. Wir müssen es auch gar nicht prüfen, ist ja alles bestens so. Aber selbst das Krankenkassenpapier, KBV-Papier, enthüllt, dass 2,5 Millionen Menschen mit Patienten sich an die Ärzte gewandt haben und die Impfnebenwirkungen aufgelistet haben. Dafür musste dann der BKK-Provida-Chef entlassen werden, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, weil er das öffentlich gemacht hat. Ja? Also in dem Moment, wo die Ärzte weisen zwar Menschen ab, die ihnen sagen, wir haben Impfnebenwirkungen, aber wenn sie sich behandeln lassen, muss er die Behandlung ja anzeigen, weil er Geld dafür bekommen will. Ne? Er will ja für die Behandlung Geld bekommen und dann kann er das eben auch verschlüsseln und kann das weitermelden. So kommen wir inzwischen auf 2,5 Millionen Patienten mit Impfnebenwirkungen. Also Pharmachefs ließen sich 10-jährigen, oder wir haben es ja noch besser gehört, deutlicher, Verschluss der Impfstoffverträge zusichern. Lediglich in der Schweiz gelang es einem Journalisten, eine Offenlegung zu erreichen. Danach sicherten, und dann sage ich, aber inzwischen haben gekaufte Regierungen, ich würde jemanden wie Lauterbach als einen gekauften Regierungsvertreter bezeichnen, wenn er Firmenhaftungsausschluss bei Impfschäden sichert. Andreas Sönnigsen kommt von der Universität Wien. Er hat gemeinsam mit 18 Kollegen eine Studie zur Evidenzbestimmung der Geninjektion ausgearbeitet und er bezeichnete die Massenimpfung als den größten Medizinskandal aller Zeiten. Es gab sogar eine Evaluierung, das war ja auch vorgesehen, fand noch im Juli, glaube ich, statt, war ja auch Streeck und andere war ja drin und die haben dann einen Satz gesagt, den müssen wir wirklich auch uns auf die Fahnen schreiben, weil er sagt, was läuft. Wer alternative Denkansätze vorschlug, wurde nicht selten ohne ausreichenden Diskurs ins Abseits gestellt. Dabei ist eine erfolgreiche Pandemiebewältigung ohne den offenen Umgang mit Meinungsverschiedenheiten nur schwer denkbar. Denken wir an Bhakti, denken wir
an viele andere Ärzte, die sich zu Wort gemeldet haben, überhaupt Leute, die gesagt haben, also ein sogenanntes Serum, das bedingt zugelassen ist, das gar nicht diese ganzen Verfahren durchlaufen hat, die es für eine Prüfung notwendig hat, das darf gar nicht angewandt werden. Ich selber war Probandin in einem Schmerzmittel, bei einer Schmerzmitteluntersuchung. Das war schon, glaube ich, in der siebten Folge. Das lief schon 10 Jahre und ich war völlig erstaunt, als ich jetzt hörte, dass diese, oder als ich damals hörte vor 2 Jahren, dass dieser sogenannte Impfstoff, der ja keiner ist, einfach nur eine giftige Brühe, haben wir ja gehört, dass dieser Impfstoff einfach auf die Leute, also dass das losgelassen wird und Ärzte sich auch noch dazu herablassen, das zu verimpfen. Wir wissen inzwischen auch, dass Geimpfte andere anstecken können, haben wir also auch festgestellt. Frau Professor Kämmerer hat vor dem Bundesverwaltungsgericht den PCR-Test total zerfetzt und die Lüge von der asymptotischen Ansteckung aufgedeckt. Also wer keine Symptome hat für eine Krankheit und den dann zu zwingen, sich testen zu lassen, sich impfen zu lassen, ist das ist menschenverachtend. Ne? Das muss man nur mal deutlich sagen. Aber es gibt eben immer wieder auch Leute, Wissenschaftler, Ärzte, die sagen, das mache ich nicht mit und sich dann gegen diese vorgegebene Propaganda stellen. Maskenpflicht, ne? Die bleibt uns ja nun leider erhalten. Das ist ja wirklich also unglaublich. Dabei wissen wir ganz genau, das ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Es hat nie eine Überlastung des Gesundheitssystems stattgefunden. Im Gegenteil, mehr als 7000 Krankenhausbetten sind ja abgebaut worden. Und Hospitalisierungsrate ist, glaube ich, 5% im Augenblick erkrankter. Also da können wir überhaupt nicht von einer Überanspruchung des Gesundheitssystems sprechen. Die Maskenpflicht ist kein geeignetes Mittel. Dauerhaftes Tragen von Masken schwächt das Immunsystem. Masken befinden sich zum Teil, da befinden sich auch Giftstoffe drin, die Rückatmung von CO2 und anderem, zu geringe Sauerstoffzufuhr. Frau Dr. Wagner, wenn sie nachher noch da ist, kann sie eventuell was dazu sagen. Das ist toll, da könnte sie eventuell was dazu sagen. Sie hatte dazu auch ein paar Ausführungen in der Pause gemacht. Also, dann wird immer behauptet, dass im Attest, Maskenatteste, dass da Diagnose stehen muss. Dagegen hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gesagt, nein, es muss keine Diagnose drinstehen. Auch ganz wichtig, müssen wir uns auch merken. Und wie gesagt, Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, dass man sie ignoriert. Das hat schon Aldous Huxley gesagt. Der neueste Beschluss des Bundestags zum Impfschutz, zum Infektionsschutzgesetz, da muss man auch sagen, auch wenn Herr Buschmann behauptet, es sei ein gutes, moderates und maßvolles Konzept, muss man schon sagen, das ist eigentlich ein Totalversagen der FDP, die uns immer erzählt hat, sie wäre eine Freiheitspartei. Ne? Und dazu muss man aber auch wissen, dass die CDU-geführten Länder im Bundesrat zugestimmt haben. Die FDP-mitregierenden Länder haben ebenfalls zugestimmt. Die SED, die ja angeblich dagegen war, hat sich nur enthalten. Also nur, da wissen wir es, was wir mit unserer nationalen Front im Parlament, wie wir es da zu halten haben. Also es ist ein Fortsetzungsroman mit Schwachstellen, sagte Dr. Thorsten Kinggren. Und wie gesagt, wir müssen also leider diese Dinge noch ertragen, es sei denn, wir wehren uns dagegen. Polizeigewalt, also die haben wir nämlich auch, die Polizeigewalt, die Übergriffigkeiten. Es gab Strafbefehle wegen Attest, das hatte ich vorhin jetzt eben angedeutet, Bußgelder ohne Attest, Hausdurchsuchungen bei einer Schwangeren, Hausdurchsuchungen bei Paul Brandenburg und anderen Ärzten, Verurteilung trotz Kurzatmigkeit, Polizeigewalt. Das wurde die Kopfhebeltechnik gegen einen 71-Jährigen angewandt, von Polizisten, die bewaffnet waren, kräftig waren, die ihn einfach dann runtergedrückt haben. Und da muss man sagen, das geht gar nicht. Und auch das sollten die Leute aufführen, wenn sie in der Weise behandelt worden sind. Ich selber habe 2 Zuführungen erlebt. Eine war völlig korrekt, die erste im April und die andere im Mai. Die war dann brutal und bösartig. Auch die Strafanzeigen, die Polizisten brachten nichts. Es wurde alles abgeschmettert. Und für meinen Brief, den ich am 18. November vor einem Jahr gegen das Infektionsschutzgesetz im Bundestag verteilt habe, da kriegte ich dann eine Bußgeld von
350 Euro, weil dieser offene Brief an die Abgeordnete, ich bin ja selber ehemalige Abgeordnete, weil das als Flugblatt, als verbotenes Flugblatt gewertet wurde im Nachhinein. Also das, da sehen Sie mal, wie also auch die Justiz, wie Polizei also versagt haben. Wichtig ist jetzt zu überlegen, wie kommt das alles? Es ist natürlich möglich, das alles zu erreichen durch die Propaganda. Ne? Es gibt Methoden, um die menschliche Psyche zu brechen und damit wird die Selbstachtung der Menschen zerstört. Sie werden diese Propaganda wird systematisch angewandt. Unser Verstand reagiert auf Wiederholungen, das muss man wissen. Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden, bis der menschliche Verstand sie als wahr akzeptiert. Und Ziel dieser ganzen Maßnahmen ist es einfach, die Menschen so gefügig zu machen, dass sie keinen eigenen Verstand, keine eigene Wahrnehmung und keine Meinung mehr haben. Die Regierungspropaganda wird von den öffentlich-rechtlichen Medien verbreitet. Obwohl das Bundesverfassungsgericht 3 Kriterien für öffentliche Rundfunkanstalten festgelegt hat. Pluralismus, Staatsferne und Ausgewogenheit. Wir haben jetzt durch die Skandale, die aufgekommen sind, von Frau Schlesinger erfahren, dass nichts von den dreien also durchgesetzt wird. Das heißt aber, wir müssen uns doch diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Form nicht mehr gefallen lassen. Es gibt die Möglichkeit, ganz legal dagegen vorzugehen, wenn Sie zum Beispiel die Einzugsermächtigungen zurückziehen, müssen Sie wirklich handeln, nicht nur sagen, ich unterschreibe eine Petition und dann bezahlen Sie mal 2 Euro, es wurde berechnet, es würde völlig ausreichen, wenn die Leute 2 Euro zahlen würden, dann könnten die nicht so einen aufgeblähten Verwaltungsapparat haben und sich nicht selbst bereichern, wie das ja die Intendanten und die höheren Chargen machen mit mehreren Autos und Dienstwagen und personengebundenen Fahrern, mit einer Dienstausstattung. Alles das kann gemacht werden, und zwar legal gemacht werden. Es gibt eine Initiative, Leuchtturm, nicht zu verwechseln mit dem Wachturm, Leuchtturm ARD. Leuchtturm ARD. Und die schreiben genau auf, wie sie sich legal verhalten können, wie sie das nicht mitmachen können. Denn solange der öffentlich-rechtliche Rundfunk in dieser Form die Gelder bekommt, wird sich nichts daran ändern. Sie tun so, als würden sie was machen, aber es wird nichts gemacht. Es wird nichts gemacht. Dann haben sie inzwischen schon wieder einen neuen Rundfunkrat gewählt und dann das und spielen uns ein demokratisches Verfahren vor, demokratische Institutionen, die sie nicht sind. So einfach ist das. Sie haben sich selbst eingesetzt, sie haben sich selber ihre Gehälter also selber beschlossen. Ja, Frau Schlesinger in Zusammenarbeit mit Herrn Wolf, ja, im Verwaltungsrat, haben sich zusammengesetzt, schön gegessen und dann haben sie sich ihre Gehälter beschlossen. Und dann die riesigen Pensionen, das sind doch keine Beamte. Was leisten die denn dafür? Das ist ja unglaublich, dass wir uns sowas bieten lassen. Und dann müssen wir dafür Regierungspropaganda dann ertragen. Die UN rekrutierte übrigens 100.000 digitale Ersthelfer, sogenannte Informationskrieger, die das Internet durchforsten und uns Informationen als Desinformation dauernd schicken. Wer bei Facebook ist, der weiß ja, der wird ja dauernd gestört und gelöscht und da steht dann drauf, nein, die Information ist nicht korrekt und so weiter. Ja? Also 100.000 Leute haben sie eingestellt, schon vor zwei Jahren und diese Informationskrieger. Ne? Also müssen wir wissen, was hier läuft. Das erinnert mich dermaßen an DDR, ich kann es gar nicht anders sagen. Ja. Die perfekte Diktatur wird den Anschein einer Demokratie haben, wie ein Gefängnis ohne Mauern wirken, in dem Gefangene nicht einmal davon träumen, auszubrechen. Huxley hat das gesagt. Jetzt nochmal zum Nürnberger Kodex. Wie kann sich ein Arzt, ja, der diesen Nürnberger Kodex kennt, ja, wie kann er sich wagen, dagegen zu verstoßen? Denn bei Impfungen geht es immer um Freiwilligkeit für die Teilnahme an jedwedem medizinischen Versuch. Die betreffende Person muss im juristischen Sinne fähig sein, ihre Einwilligung zu geben. Sie muss in der Lage sein, und frei sein, ohne gezwungen und ohne genötigt werden, überredet zu werden. Und sie muss vom eigenen Urteilsvermögen Gebrauch machen können. Und sie muss auch verstehen, worum es geht. Und nicht gezwungen werden mit Impfzwang. Das darf nicht sein. Dieser Nürnberger Kodex, der muss uns sozusagen, der muss den Leuten eingehämmert werden. Und zwar von unserer Seite. Professor Marz, darauf kann ich nur kurz eingehen, hat das mal untersucht, wie kommt es eigentlich, dass so viele Menschen mitmachen? Wieso machen sie mit? Und da kann ich Ihnen nur empfehlen, sein Buch zu lesen über die
normopathische Gesellschaft. Und er hat das mal kurz analysiert. Ich kann Ihnen da nur den einen Satz bringen, sonst wird es so lang. Er sagte, er stellte die These auf, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Traumata verdrängt. Das Nachkriegswachstum aber ermöglichte eine narzisstische Kompensation durch Materialismus. Also die Leute haben sich nur an Arbeit gestürzt, sie haben sich was Schönes aufgebaut, einen schönen Lebensstandard, aber währenddessen wurden die Traumata quasi erzieherisch weitervererbt. Eine innere Demokratisierung, die hätte stattfinden müssen, der Bürger, hat nie wirklich stattgefunden. Durch das abschwächende Wachstum jüngster Jahre können immer weniger Menschen ihre Störungen durch Materialismus und Konsum kompensieren, und die Pandemiehysterie dient wiederum als Materialismuskompensation. Und das heißt also, jetzt wird mit der Pandemie, mit der Corona-Angst, werden die Leute wieder auf ein anderes Gebiet geführt, ne? Mit der Propaganda und so weiter. Und was hieß das für die Politiker? Die haben jetzt gesagt, na gut, wer Angst vor einem Virus schürt, der schafft Unsicherheit bei den Bürgern. Toll. Zweitens, wenn die Bürger Anweisungen befolgen, erweist sich die Unterdrückung als erfolgreich. Toll, haben sie alles abgehakt. Die Maßnahmen sind nötig für zukünftige Themen, denn es erfolgt eine Entkopplung von konkreter Gefahr. Es braucht keine konkrete Gefahr mehr. Es reicht eine abstrakte Gefahr, um alles einschränken zu können. Sehen wir jetzt beim Klima, so genannt, oder bei der Energiefrage. Es wird eben alles verboten, es wird alles eingeschränkt, und dann haben wir die perfekte DDR-Diktatur, die wir auch schon hatten. Da haben wir das alles schon mal erlebt. Und Uwe Steimle, der ja auch von der Carola Wille ist die Intendantin des MDR, eine üble SED-Juristin, die mit Stasi, einem Stasi-Offizier, auch Bücher geschrieben hat vor 89, die ist dann zur Intendantin gekürt worden von den Westchefs, das muss man wissen. Wir haben als damals verfolgte, politisch verfolgten Verbände, wir haben massiv Protest dagegen erhoben. Das wurde natürlich nicht akzeptiert. Was muss der Westen auf politisch verfolgter DDR hören? Das interessiert die überhaupt nicht. Die machen, was sie wollen. So, das Regime hat sich inzwischen mit Hilfe furchtbarer Juristen vom Grundgesetz entkoppelt. Es handelt sich nach meinen Begriffen inzwischen um ein totalitäres Regime. Das größte Missverständnis besteht darin, die eigene Erfahrung als allgemeingültig zu postulieren. Zu glauben, es handelt sich nicht um eine Diktatur, solange man selbst oder andere gut leben können, das ist ein Irrglaube, der meist Diktaturverschonten und Geburtsbegnadeten passiert. Ich wollte nicht immer Wessis sagen. Aus eigenem Erleben im SED-Unrechtsstaat kann ich versichern, dass man auch in der DDR als normaler Bürger gut leben konnte, wenn man der SED beitrat, der deutsch-sowjetischen Freundschaft, dem FDGB, der Einheitsgewerkschaft oder sich der kommunistischen Heilslehre anpasste, wenn man subversive Elemente oder feindlich-negative Konterrevolutionäre wie uns damals also verunglimpfte, dann konnte man sehr gut auch in der DDR leben. Und das kann man heute auch, wenn man sich anpasst. Also die Frage, ob eine große Zahl von Menschen gut leben kann, ist kein Kriterium für eine Diktatur. Eins ist mir noch wichtig, der Blick auf den Kommunismus. Der Kommunismus ist eine der überschätztesten politischen Ideen der Geschichte. Dass die Geschichte sich wiederholt, wusste zwar Marx, aber ich hätte es nicht für möglich gehalten, jedenfalls nicht in meiner Lebenszeit. In der DDR berichteten Staatsmedien täglich über die 150% die Normerfüllung, die kommunistische Planwirtschaft und den neuen Menschen, in denen wir umerzogen werden sollten. Das System träumte von totaler Überwachung aller Untertanen, und sie installierten ja ein Stasi-System. Heute herrscht rot-grün lackierte Moralpolitik, die in ein Überwachungs- und Sozialkreditsystem nach chinesischem Muster umgewandelt wird. Man nennt es nicht Kommunismus, natürlich, man nennt es Demokratie, aber es ist eine leblose Hülle ohne Inhalt. Und natürlich lebt auch das heutige System von Denunzianten, die bei Gesundheitsämtern den Nachbarn anschwärzen, weil der nach einem wissenschaftlich undefinierten Test die Quarantänerichtlinie nicht eingehalten oder unerlaubte Besucher eingeladen hat. Was kann man also tun? Das ist jetzt natürlich eine Frage an uns. Also erstens, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Das hat Ingeborg Bachmann gesagt. Und Hannah Arendt hat gesagt, in politischen und moralischen Dingen gibt es keinen Gehorsam. Das heißt, das muss ich selber entscheiden. Das muss jeder Bürger, der sich zur Demokratie entscheidet.
Es geht um die Verbreitung wahrer Informationen. Und damit haben Sie heute beigetragen, Frau Oeynhausen, Frau Dr. Oeynhausen, ganz toll, weiter so. Anders geht es nicht. Und man muss es immer wieder, die Wahrheit muss man immer wieder sozusagen bringen, weil die anderen mit ihren Medien, mit ihrem öffentlichen Rundfunk natürlich weitaus größere Reichweite haben. Zweitens, man muss den Opfern der verbrecherischen Massenimpfung beistehen. Man kann Selbsthilfegruppen unterstützen mit medizinischer Begleitung, also das Vermitteln. Man sagt, Leute, schreibt uns dokumentiert eure Nebenwirkungen, sagt, was läuft, aber organisiert euch auch selber, versucht also demokratisch auf kommunaler Ebene euch selber zu organisieren. Wir helfen euch dabei. Ne? Man kann ja nicht alles den Leuten aus der Hand nehmen. Das haben wir damals mit den politisch Verfolgten der DDR auch gemacht. Wir haben ein Bürgerbüro gegründet und haben die Leute angehört. Ich habe also über hunderte von Schicksalen mir angehört, um zu erfahren, wie es allgemeingültig ist. Denn das, was man selber erlebt hat, ist ja nur ein Teil der Wirklichkeit, die tatsächlich stattgefunden hat. Vulnerable Gruppen wurden jetzt in dieser Zeit systematisch dem Impfzwang unterworfen. In der DDR durften Rentner sofort ausreisen. Sie bekamen keine Rente mehr in der DDR. Kriegten sie dann vom Westen, ne? Drittens, dem Bundesverfassungsgericht müssen die aktuellen Zahlen der Impfnebenwirkungen vorgelegt werden und der Beschluss zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht muss überprüft und aufgehoben werden. Viertens, das Immunsystem Erwachsener und Kinder muss gestärkt werden. Ich habe mit Frau Dr. aus Senat eine kleine Internetinitiative gegründet vor einem Jahr und ich habe es auch Herrn Dr. Berndt vorgelegt, die Evidenz der Vernunft. Wir haben die Leute aufgefordert, bevor ihr euch impfen lasst, lasst doch erstmal eine Antikörperbestimmung machen. Und die Stellen, die das machen, das haben wir alles im Internet angegeben. Man konnte sich also in jedem Ort selber kümmern und konnte das tun. Also darum geht es erstmal, die Leute sie davor zu bewahren, dass sie sich überhaupt erst impfen lassen und diese ganzen schädlichen Stoffe in den Körper bekommen. Man muss nicht tun, was nicht sein muss. Also Palmström ein bisschen umgewandelt. Ne? Also man muss sich nicht testen lassen, man muss keine Maske tragen, man muss all das, was sich Gesundheitsminister, Innenminister und so weiter in trauter Zweisamkeit ausgedacht haben, einfach nicht ausführen. Stell dir vor, es ist Maskenpflicht und keiner macht mit. Und zwar macht es wie die Ossis. In Zwickau ist Folgendes passiert. Da hat die Verkehrsbetriebe haben die Anweisung gegeben, also die Gewerkschaft der Verkehrsbetriebe haben die Anweisung gegeben, die Fahrer sollen die Leute bitte in Ruhe lassen. Die tragen keine Masken. Und wenn sie noch zu viel herummeckern im Bus, da trägt eben keiner eine Maske. So einfach ist das. Ne? Man muss sich also insgesamt als Gruppe auch wehren. Man muss wissen, dass wir den Krieg, das habe ich vorhin schon angedeutet, den Krieg gegen die Ungeimpften hat die Politik verloren und sie muss weiter verlieren, denn wir Ungeimpften sind die Helden der letzten Jahre. Wir haben es ermöglicht, eine Kontrollgruppe im großen Experiment zu haben und damit Gefahren, Unzulänglichkeiten und so weiter der Covid-Stoffe aufzuzeigen. Wir müssen unsere Feigheit überwinden und uns unsere Freiheit zurückholen. Wie machen wir das? Wir müssen den Sozialismus, Kommunismus ächten, auch wenn Sie sagen, das spielt jetzt keine Rolle. Doch, Sie müssen die Methoden aufzeigen, die in einer Diktatur stattfinden, weil es die gleichen sind, die heute angewandt werden. So wie der Nationalsozialismus geächtet wurde, muss auch der Kommunismus-Sozialismus geächtet werden. Die einzige Chance, um den Leuten klarzumachen, was hier abläuft, das ist nämlich keine Demokratie mehr. Und wir müssen denen sagen, die mitgemacht haben, Vergebung bekommt ihr nicht ohne Reue. Wer nicht bereut und wer keine Wiedergutmachung leistet, dem wird auch hinterher nicht vergeben werden. So einfach ist das jetzt. Weil Alexander Christ hat ein sehr schönes Buch geschrieben, er ist Rechtsanwalt. Ja, wir müssen jetzt große Vergebung. Da bin ich absolut dagegen. Wer nicht bereut, wer nicht zur Wiedergutmachung beiträgt, dem kann man nicht einfach so mal vergeben für all das, was er anderen angetan hat. Und zum Schluss, wir Bürger werden auf die Rolle des Wählens einmal in 4 Jahren reduziert. Vom demokratischen Anspruch eines Souveräns bleibt nichts übrig. Das hat auch schon Sheldon Wolin, kann ich nur empfehlen, im umgekehrten Totalitarismus geschrieben. Die Bürgerschaft wird nicht überzeugt, Debatten finden nicht mehr statt, Bürger werden ruhig gestellt und gespalten vor allen Dingen. Ne? Das machen sie ganz bewusst, um einen Mehrheitswillen zu verhindern. Gelenkte Medien bringen Staatspropaganda.
Während wir in der DDR für etwas kämpften, was wir nicht hatten, müssen wir heute das schon einmal Erkämpfte zurückerobern. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Anders geht es nicht. Ja? Wir müssen politische Institutionen und Verfahren, die der Kontrolle durch das Volk entzogen wurden, wieder demokratisieren, Selbsthilfegruppen. Und wunderbar geht es auf kommunaler Ebene, kommunale Arbeitskreise zu verschiedenen Themen, ob Klima, ob Selbsthilfe, ist egal. Aber das müssen wir in die Hand nehmen. Und zwar jeder so, wie er es kann. Es kann nicht einer alles erledigt, vollkommen klar. Und da erinnere ich an das, was wir gesagt haben und auch Václav Havel. Wir wurden gefragt, warum macht ihr denn das alles? Ihr wisst doch gar nicht, hat das überhaupt, habt ihr damit Erfolg? Und da haben wir gewusst, keiner weiß, ob wir damit Erfolg haben. Aber wir wissen eins, wir wissen, dass es Sinn hat. Und das ist also mein letztes Wort. Genau. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.